willkommen zum heutigen Video. Und zwar, heute zeige ich euch, wie ihr einen Hersteller finden könnt auf Alibaba oder, wenn wir noch dazu kommen, auf einer anderen Plattform. Und zwar, hier sehen wir erstmal ein Produkt, was ich mal ausgesucht habe. Wie ihr seht, die Leute sind richtig am Hustlen hart. Hier sehen wir locker weg. Die machen hier, okay, das ist ein elektronisches, sage ich mal, das können wir schon mal vorweglassen. Aber mit dem hier machen sie ungefähr 63.000 Euro monatlich an Umsatz. Davon können wir mal kurz gucken, wie viel davon Gewinn sind. Also die machen 42.000 Euro im Monat an Profit, Leute. Also die Leute sind richtig am Hustlen hier. Also ihr müsst sehen, wo ihr bleibt, ne? Also wenn ihr an euch glaubt, dann müsst ihr auch an euch investieren und an auch eure finanzielle Freiheit auch investieren. Und dann kommt ihr auch hier an die 42.000 dran. Nichts ist unmöglich, gerade auf Amazon. Nichts ist unmöglich. Es gibt manche, die machen 1 Million monatlich Gewinn. Eine Million monatlich Gewinn im Monat mit einem Produkt. Das ist der Wahnsinn. Aber seht zu, könnt ihr selber probieren und einfach die Tipps befolgen, die ich sage. Wenn Fragen sind, mich einfach fragen unter den Kommentaren oder mir per der WhatsApp-Gruppe bzw. Facebook-Gruppe oder per E-Mail halt kontaktieren. Und ja, so, also das Produkt hier, es handelt sich um ein Wischpresse bzw. ein Bodenwischer. Und dazu seht ihr einige Produkte hier, verschiedene Varianten. Und was ich auch meistens darauf achte, dass das Gewicht halt nicht zu sehr nach oben geht. Hier sehen wir 3 Kilo, 2 Kilo, 4,8 Kilo, 1,7, sieht schon mal gut aus. Die Bewertung 4,2, 3,9, 3,9, 3,5. Also da kann man gucken, woran es liegt und eventuell Verbesserungen anbringen. Und ja, also von den Umsatzzahlen sehen die schon mal gut aus. Und von den Verkaufszahlen sehen wir über 1000, 1800, 1000, 2000. Also das ist ein Markt, der gesättigt, also der so an sich gesund ist, ne? Also unter den 10, ne? Also kann man mit den 300 Formel, denn was man natürlich anstrebt, ist, dass man pro Tag ungefähr 10 Verkäufe hat und damit hochgerechnet 10 mal 30 sind ja 300, dann ist das auf jeden Fall ein sehr gesunder Markt. Kann man sich noch Näheres damit beschäftigen und sehen wir einfach mal weiter. So, also wenn ihr jetzt wisst, okay, jetzt bei dem Beispiel Bodenwischer wollt ihr halt euch mehr darauf fokussieren, beziehungsweise euch die Zahlen und des Weiteren auch mit den Herstellern in Verbindung setzen, dann geht ihr auf alibaba.com. Es gibt auch globalsource.com, das ist auch eine andere Seite. Und in dem Kurs, was demnächst kommen wird, werde ich noch mehrere Optionen oder Seiten aufzeigen, wodurch ihr noch an andere Hersteller kommen könnt, ne? Aber bleiben wir jetzt mal hier. Also dann tippt ihr einfach aufs Englisch, also Floor Whipper heißt es im Englischen. Und hier seht ihr schon einige Hersteller und so weiter und so fort. Also hierzu muss man sagen, bei Alibaba tümmeln sich viele Hersteller mehrmals auf. Entweder durch Mittelsmänner vertreten oder sie platzieren einfach mehrere Produkte mit verschiedenen Bildern unter der gleichen Firma. Und das sehen wir sofort am Anfang, wenn ihr hier drauf achtet. Taizun Mayan Cleaning Supplies,
Na, hier ist das Ortaisu, Mayan, Kling, Saplas, das ist die identische, das ist eine identische, die gleiche Firma, bloß die unterscheiden sich unter den Bildern, also bei den Bildern. Was ich dann gerne mache, ich gehe dann hier auf Suppliers, ihr seid hier auf Produkte, ihr klickt einfach auf Suppliers und somit kriegt ihr immer verschiedene Hersteller, dann lauft ihr nicht Gefahr, immer die gleichen Hersteller oder den gleichen Hersteller anzuschreiben. Denn ihr wollt so viele Hersteller wie möglich kontaktieren, damit ihr verschiedene Preise bekommt über die Produkte und somit könnt ihr aussagekräftige Entscheidungen treffen, denn ihr seht, okay, der gibt mir für den Versand diesen Preis an und der gibt mir den anderen Preis an. Okay, der erste, sein Preis war viel besser, also der zweite verlangt 2000, der erste verlangte 1000 und dann seht ihr, okay, der will mich übers Ohr hauen, denn könnt ihr ungefähr so, so eine Prognose machen, okay, mit Versand habe ich und so viel zu rechnen. Also ich würde empfehlen, erstmal darauf zu gehen, also auf Supplier und dann Gold Supplier auch anzuklicken. Ich glaube, dazu hatte ich auch schon im letzten Video was dazu gesagt. Trade Insurance würde ich auch da das anklicken und dann senkt sich die Zahl auf 307, also werden immer weniger, denn nicht viele der hier vertretenen Hersteller gehen den weiten Weg, um die beiden beziehungsweise zu besitzen und somit trennt sich halt ja, trennen sich halt die guten von den schlechten Herstellern, sage ich mal. Okay, dann schauen wir einfach hier weiter. Dann würde ich einfach hier gucken, okay, 10 Jahre Erfahrung, das ist schon mal gut als 2 Jahre. Das ist auch so, worauf ich schon mal achte, denn die sind schon länger am Markt dabei und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort professionell beraten werdet oder beziehungsweise, dass sie schon wissen, was sie machen. Und habt auch keine Angst, wenn ihr eine bestimmte Vorstellung habt, wie ihr euer Produkt gestalten wollt, denn jeder gestaltet es halt individuell. Es geht ja darum, halt das Produkt so gut wie möglich, das beste Produkt für den Kunden an Mehrwert zu liefern. Und somit habt keine Angst, den Hersteller, die sind das gewöhnt, dass die Kunden mal so oder die Farbe oder sowas ausgefallen ist oder die Verpackung will der eine Kunde ganz anders haben. Also ihr müsst einfach den gut kommunizieren, schon ins Detail schon kommunizieren, was ihr haben wollt. Und daraus werden sie euch ein Sample machen, beziehungsweise ein Mold machen. Mold heißt einfach, dass die halt, wenn sie das noch nie gemacht haben, sagen sie euch, okay, das wird ungefähr 50 Euro kosten. Die müsst ihr zahlen und wenn ihr das gezahlt habt, fangen die das an zu machen und stellen individuell für euch halt dieses Produkt je nachdem zur Verfügung und dann stellen es her. Und dann, wenn ihr dann die Bestellung macht, meistens kriegt ihr das Geld halt wieder und die haben schon mal die Vorlage für euch. Falls ihr halt mehrere machen wollt, dann ist das für sie auch einfacher, dann müssen sie es nicht nochmal machen. Das ist also der Moll. Und ihr könnt ja auch sehen, wie viele Transaktionen sie gemacht haben in den letzten 6 Monaten und in der letzten Zeit. Darauf kann man auch mal gucken. Also wie gesagt, 4 Jahre, 13 Jahre und noch so besser. Und dann könnt ihr einfach mal rein und dann, wenn ihr die kontaktieren wollt, einfach auf Kontakt Supplier. Gehen wir mal hier, klicken wir mal hier und könnt ihr euch schon mal ein paar Bilder angucken. Hier könnt ihr auch mehr über die Firma sehen, wo es ist, etc. Hier runter auch. Wo ist es, also welche Adresse beziehungsweise die Details von dem Produkt und so weiter und so fort. Also könnt ihr nochmal ins Detail gehen. Und wenn ihr dann mal so weit seid, dann klickt ihr einfach auf Kontakt Supplier und dann ist es hier schon, könnt ihr hier ein Template, was ich auch demnächst bereitstellen werde im Kurs, wird, ist auch vertreten sein. Habe ich ein Template vor oder Vorlage im Deutschen, wo ihr einfach euer Namen und wo die Felder, die ich teilweise
freigelassen habe. Dort müsst ihr die entsprechenden Details eintragen und einfach an den Hersteller schicken. Wie gesagt, das wird in dem Kurs auch beigefügt werden. Und zwar tragt ihr einfach das hier ein und kontaktiert, wie gesagt, Minimum 20 Hersteller, damit ihr dort, weil es werden manche nicht zurückschreiben, manche schreiben nur ein paar Sätze, also das zeigt schon, dass sie sich nicht Mühe geben oder die haben kein Interesse an euch oder so, nicht lange mit denen aufhalten. Schreibt einfach diejenigen zurück, die sich wirklich oder wo ihr das Gefühl habt, dass sie sich Mühe geben über euer Produkt oder generell, um mit euch ins Geschäft zu kommen. Diejenigen würde ich halt mehr bevorzugen oder mehr meine Zeit mit denen verrichten, anstatt mit den anderen, die halt irgendwie euch gar nicht richtig antworten auf eure Fragen. Also, das ist eigentlich kein großes Hexenswerk, hier die Hersteller zu kontaktieren. Einfach mal die Parameter dort beachten. Könnt ihr zusätzlich noch bei Location, könnt ihr noch auswählen, wo die herkommen sollen, aus China, Hongkong, Taiwan. Dort könnt ihr das machen oder man kann das auch hier links machen, wenn man generell hier auf Products nochmal zurückkriegt, könnte man das auch hier auf der linken Seite machen. Also das ist auch möglich, wie ihr seht. Supplies by Country könnt ihr sehen, Vietnam, Philippinen, also wo die herkommen sollen etc. Aber das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, um das zu vermeiden, dass ihr immer den gleichen Hersteller schreibt, würde ich auf Supplier klicken und dann auf Trade Insurance und Gold Supplier klicken. Manchmal auch Sensitive Supplier, das bedeutet, dass die schon durchsucht worden sind von Alibaba und ja, also das würde ich beachten und wie gesagt, einfach die Hersteller kontaktieren, detailliert schon aufschreiben, damit sie sehen, okay, das ist jemanden, der wirklich weiß, was er will, denn das Schlimmste ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr wollt und ihr kommuniziert das rüber, beziehungsweise es kommt bei denen so rüber, dann werden sie halt nicht gewollt sein, mit euch ins Geschäft zu treten. Ihr müsst so den gegenüber treten, dass ihr schon wisst, was ihr wollt und den Eindruck erwecken bei denen, dass sie ja möglichst mit euch auf jeden Fall ins Geschäft kommen müssen und wir sind nette Leute, einfach mal kontaktieren und wie gesagt, das wird schon funktionieren, wenn ihr auf die richtigen Parameter beachtet, wenn ihr die richtigen Parameter beachtet. Falls noch Fragen sind, wie gesagt, einfach kontaktieren und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu bestimmten Themen, könnte ich auch mal ein Video drüber machen, einfach mal anschreiben und wir sehen uns bis zum nächsten Video.